Herzlich willkommen zum heutigen Video mit dem Thema Low-Tech Füße. Ich wünsche ganz viel Spaß dabei und bis nachher. Wir haben alle High-Tech-Schuhe, aber Low-Tech-Füße. Das bedeutet, unsere Schuhe haben so viel Schnickschnack und sind dort gepostet, da fürs Joggen haben wir diese Schuhe, fürs Wandern diese Schuhe, für die Heim im Haus haben wir diese Schuhe und zum ins Geschäft gehen haben wir nochmal andere Schuhe. Und obwohl die Schuhe teuer sind, obwohl wir verschiedene Schuhe haben, ist es gleich nie das Optimale. Weil unsere Füße verkümmern immer mehr, je geräderer Boden wir haben, je weniger Herausforderungen unsere Füße haben und je länger sie einfach gleichbleibend sind. Wir haben im Fuß ein Längs- und ein Quergewölbe. Das heisst, mit der Hand können wir eigentlich hohl machen. Und das haben viele von uns nicht mehr. Viele von uns haben Plattfüße aufgrund von Schuhen, aufgrund vom flachen Boden. Und wer meint, er kann einfach barfuß laufen und nachher sechs gesund, der irrt sich, weil auch barfuß auf geradem Boden macht die Füße eher kaputt, als dass man etwas bringt. Weil die Untergründe flach sind. Wenn wir barfuß laufen, müssten wir eigentlich auf unebenem Boden gehen. Wir müssen im Wald gehen, wo Stecken, Steine oder Kies oder irgendwelche Erdhäufen verschiedene Strukturen geben, dass der Fuß mal so gekippt ist, mal so, dass er mal rund wird, etc. Wenn man mal so auf einen umgestürzten Baum drauf rumlaufen und dann so die Füße seitlich aneinander tut, so Charlie Chaplin, und nachher merkt, wenn die Füße und die Zehen so oben schauen, dass es den Krampf gibt, dann ist es ein Zeichen, dass wir Low-Tech-Füße haben. Dass unsere Füße nicht mehr gewöhnt sind, so eine starke Beugung zu haben, ohne dass die Muskeln verkrampfen. Und alles, was wir nicht häufig machen oder praktisch gar nicht machen, an Funktionen, werden wir verlieren. If you don't use it, you will lose it. Wenn du etwas nicht wirst, brauchst im Alltag, wirst du es irgendwann verlieren. Und das wäre schade, weil unsere Füße wären so viel beweglicher und wir könnten so viel mehr draus machen, wenn wir sie richtig brauchen würden. Und da gibt es ganz viele verschiedene Fußübungen natürlich, die ich euch gerne in einem anderen Video zeigen kann, wie du das Quer- und Längsgewölbe vom Fuß wieder besser kannst stützen, wie du kannst Übungen machen, dass deine Muskeln und Faszien besser spannen und der Fuß als solches wieder ein bisschen beweglicher wird. Oftmals ist es so, wir sind so stark im Kopf und die Füße sind so weit weg von unserem Bewusstsein, dass wir es vergessen. Dass wir vergessen, unseren Füßen gut zu tun, dass wir vergessen, den Füßen gut zu schauen. Mit einer Fußreflexmassage, zum Beispiel einer allgemeinen Fußmassage, kann man darauf Einfluss nehmen. Und ich merke das natürlich im Alltag, wer bewegliche Füße hat, hat auch bessere Muskeln an den Füßen, kann länger stehen, ohne Probleme zu kommen. Und ist allgemein ein bisschen gesünder, weil es heisst eigentlich, Gesundheit spiegelt sich in dem Fuß des Menschen wieder, in der Fußreflexzonenmassage. Ich kann hier noch ein Video verlinken vom IDO Portal, wo das genau so mit den Low-Tech-Füßen und High-Tech-Schuhen erwähnt hat. Das ist nicht meine eigene Erfindung. Ich finde das sehr, habe sehr Eindruck gemacht. Ich kann noch ein Video verlinken, könnt ihr euch selber einen Eindruck machen, wie er das gemeint hat und was er sonst noch dazu sagt. An dieser Stelle möchte ich aber erwähnen, dass wir Fußreflexkurs geben und in der Infobox oben findest du Informationen darüber oder in der Beschreibung unten vom Video, wann der nächste Fußreflexkurs stattfindet und wo. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Es würde mich freuen, wenn du abonnieren und liken und ich freue mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist.